Heute packen wir gemeinsam die paar Yu-Gi-Oh! Karten aus, die in dem Videospiel dabei waren. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kleinen an. So, sind drei Karten dabei. Einmal Schneepflug Extra Flott, von dem habe ich noch nie was gehört von der Karte. Dann Nachtexpressritter und Sonderfahrplan. Zwei Monster, eine Fallenkarte. So, dann kommen wir mal schnell zu dem Starterdeck. Und festgeklebt. Auf der anderen Seite auch noch. So. Da ist es. Ist wieder ein Spielfeld dabei. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht groß zeigen. Das dürfte eigentlich jeder kennen, wie so ein Spielfeld aussieht. Dann noch so ein kleines Büchchen, wie was funktioniert, wie man Exis-Monster rufen kann. Dann irgendwas für online. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt selbst für mich neu. Jetzt muss ich das nur schon aufkriegen. Sieht man gleich mal ganz schön vorne dran, Nummer 39, Utopia. Dann Gachi Gachi, schlag mich tot, keine Ahnung. In dem Spiel habe ich die Karte schon als Gegner gehabt, ich muss sagen, ich hasse die Karte. Dann Hafengeist, Shimadrache 2. Dunkelklinge, genverzerrter Kriegswolf. Sagen, die Karten kenne ich alle nicht, furchtbar. Zubaba-Ritter, Ganbaba-Ritter. Gott, ich lese den Namen nicht mal vor, sonst sitzt man morgen noch da. Guckt euch einfach an. So, jetzt ganz kurz die Online-Karte weg. Muss nehmen schon, ob irgendein Code dabei ist. So, ich schaue jetzt mal kurz, wie viele Karten da dabei waren. Steht es da irgendwo? Also ich gehe mal von 42, 43 Karten und so aus. Und bei der Online-Karte scheint kein Code dabei zu sein. Was bringt das eigentlich? Gut, das ist so ein Online-Spiel. Werde ich vielleicht mal machen. Mal schauen. Gut, das war es jetzt zu den Karten, die bei dem Yu-Gi-Oh! Spiel dabei waren. Fand ich sehr cool, dass ein ganzes Deck dabei ist und dass endlich Utopia dabei ist. Denn die Karte wollte ich schon lange.
Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.